Hier die Zusammenfassung der komplexen Rechenregeln von R, L und C, also der wichtigen drei Elemente. Zunächst mal beim Widerstand R gilt natürlich U gleich R mal I, und U und I sind die potenziell komplexen Versuchen. Bei L gilt U gleich J Omega mal L mal I. Und daraus folgt der Blindwiderstand X gleich Omega mal L, der Blindleitwert gleich minus 1 durch Omega L, und es ist X größer 0 bei Induktivität. Entsprechend B kleiner 0 bei der Induktivität. Wir können noch die Impedanz aufführen, die unmittelbar aus dem Bild hier folgt. Z ist gleich J Omega L, und die Admittanz Y ist gleich 1 durch J Omega L. Ich bringe das J extra nicht nach oben. Wenn ich es tun würde, würde da dann das Minuszeichen auftauchen. An der Kapazität I gleich J Omega mal C mal U. Es folgt für den Blindwiderstand da, für den Blindleitwert damit B ist gleich Omega mal C. Für den Blindwiderstand X ist gleich minus 1 durch Omega mal C, X kleiner 0. Bei der Kapazität also. Und B größer 0. Wir bekommen die Admittanz als J Omega C und das Z, die Impedanz, als 1 durch J Omega C. Was gerne falsch gemacht wird, aber wichtig ist, das J gehört nicht in X oder B, sondern erst in die komplexen Größen Z und Y.